Erste Dates können schwierig sein und aus dem Grund spreche ich heute über die Dinge, die du beim ersten Date auf gar keinen Fall machen solltest. Die Frauen der Schöpfung sind super sensible Wesen. Und gerade wenn man beim ersten Date ist, da trauen sich die meisten Frauen nicht, ein Fehlverhalten direkt anzusprechen. Und aus dem Grund sage ich dir heute ganz genau, was du beim ersten Date auf jeden Fall unterlassen solltest, denn ansonsten trittst du möglicherweise in ein Fettnäpfchen. Im Prinzip ist es ganz einfach. Beim ersten Date bist du praktisch ein Fremder. Und aus dem Grund sind unangemessene Berührungen ein absolutes No-Go. Heißt, keinen Arm um die Taille legen, keinen Arm auf den Oberschenkel legen, einfach Berührungen vermeiden. Ich kenne das, wir Männer fühlen uns oftmals schnell zu wohl, ja, und überschreiten dann auch schnell vielleicht mal eine Grenze. Beim ersten Date bitte Berührungen unterlassen, denn möglicherweise fühlt sich die Frau dann eher belästigt und dann geht diese Berührung direkt nach hinten los und das Date ist praktisch eigentlich schon vorbei. Berührungen gehen gar nicht, das haben wir jetzt gelernt, aber auch der persönliche Raum sollte gewahrt werden. Du solltest nicht in den persönlichen Raum von den anderen unbedingt eindringen. Ich weiß, darüber kann man diskutieren, aber wenn du merkst, du kommst der Person zum Beispiel näher und sie geht direkt Schritt zurück. Das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass du nicht in ihren persönlichen Space eindringen sollst. Das kann zum Beispiel sein, wenn du in einer Bar stehst, ja, und du kommst der Person etwas näher oder vielleicht, wenn du zum Beispiel mit jemandem zum Essen verabredet bist, dann sitzt du neben ihr anstatt gegenüber von ihr. Das sind alles solche schwierigen Situationen, die man beim ersten Date auf jeden Fall vermeiden sollte. Drittens, kein Mansplaining beim ersten Date. Was will ich damit sagen? Es gibt Leute, die versuchen alles irgendwie zu erklären und die haben auch auf alles eine Lösung parat, eine Antwort parat und reden die ganze Zeit und erklären sämtliche Dinge. Lass das beim ersten Date definitiv sein. Denn es ist viel wichtiger, dass es einen Austausch gibt zwischen euch beiden und dass ihr miteinander redet, anstatt dass nur einer die ganze Zeit redet. Und bei uns Männern ist es meistens so, ja, dass wir wahrscheinlich ein bisschen forscher sind und ein bisschen mehr Redeanteil bei so einem ersten Date haben. Wenn das bei dir auch der Fall ist, versuch dich ein bisschen zurückzunehmen und auch der anderen Person gegenüber einfach ein bisschen mehr zuzuhören. Und das kommt übrigens richtig gut an bei den Frauen. Von 0 auf 100 in Rekordgeschwindigkeit, das überlassen wir den Rennfahrern bei Formel 1. Wir schalten beim ersten Date einfach mal einen Gang zurück und lassen es einfach mal ein bisschen entspannter angehen. Denn wenn du zu sehr into it bist und zu sehr auf Vollgas gehst, dann wird das Ganze wahrscheinlich nach hinten losgehen. Heißt, nicht beim ersten Date direkt über Hochzeitsplanung sprechen. Next one. Niemals beim ersten Date dein Gegenüber zum Trinken drängen. Klar, wir Männer trinken gerne mal ein, ja? Ich auch, gar keine Frage. Aber beim ersten Date sollte man dem Gegenüber definitiv nicht zum Trinken drängen oder zum Trinken animieren, denn dann kann ganz schnell das Gefühl losgelöst werden, dass man den anderen gegenüber einfach nur abfüllen möchte und das ist dann wirklich ein bisschen schwierig. Heißt, 1-2 Drinks sind more than enough beim ersten Date. Beim ersten Date solltet ihr euch auf jeden Fall gut unterhalten. Gut miteinander quatschen, ja, löst immer gute Gefühle aus. Aber wenn es um das Thema Kommunikation geht, dann solltet ihr euch eins auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Sprecht bitte nicht über euren Ex-Partner oder über eure Ex-Partnerin, denn dann kann es möglicherweise dazu kommen, dass so Mixed Feelings ausgelöst werden. Der Gegenüber hat vielleicht dann das Gefühl, dass ihr gerade ihn mit eurem Ex-Partner oder eurer Ex-Partnerin vergleicht und das ist gar nicht cool. Wenn du gerade jemanden kennst, der gerade frisch am Daten ist oder gerade eine neue Person kennengelernt hat und die bald zum ersten Mal datet, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich bin mir sicher, dass ihr das ein oder andere aus dem Video rausziehen konntet für euer erstes Date. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch so von Fettnäpfchen bewahren konnte. Haut rein, macht's gut und viel Spaß beim Daten.